Willkommen zurück zu Lords of Football. Wir sind bei an einem Club. Wir haben einen weiteren Trainingstag und werden erstmal hier wieder alle Spieler versammeln. Denn das letzte Spiel haben wir ja verloren und müssen jetzt erstmal schauen, dass wir gucken, dass unsere Spieler wieder fit werden und. So, die kommen auch irgendwann mal zum Training. So, Bedürfnisse. So, Fähigkeiten, die wichtigsten Fähigkeiten. Die Law gehen jetzt. Ach, der ist ja verletzt. Okay. Dann kann der kann hier zum Physio erstmal gehen. Dann haben wir hier die Leute, die müssen hier das Passen üben. Decken. Ja, die müssen eingestessen weg. Ich gehe davon aus, dass Flanke bedeuten soll. Allerdings haben wir das nicht. Üben daher erstmal Torschuss. Die sollen auch schießen. Müssen wir anders machen. Müssen wir erstmal die hier alle Kraft trainieren lassen und eventuell das hier. So, die auch schießen üben sollen, die sollten es auch tun. Ja, aber ich glaube, die passen an die, nur einer. Okay, die Torhüter. Einer geht hier hin. So, der kann dann hier üben. Ist ja selbe Übung. Hohe Bälle. So. So, lassen wir das erst einmal. Und der hat Alkoholproblem, alles klar. In der Klinik. Alkohol. Kann er jetzt erstmal ein bisschen labern. So, hat sonst noch jemand ein Problem? Der hat auch ein Alkoholproblem. Ach. Nein. Haben wir den. So. Wir hatten ein Glücksspielproblem. Den machen wir dann auch mal hier raus. Ich weiß gar nicht, haben wir das letzte Mal hier? Ja, wir auch. So. So, jetzt müssen wir eigentlich alles haben. So, ich möchte mal in der Zentrale so lange in der Zeit gucken. Eins Infos. Markt. Verkäufe. Frage ist, welche Spieler sollen wir verkaufen, welche nicht? Ich würde sagen, den können wir verkaufen. Davon haben wir so viele Spieler. Der wird auch verkauft.
Der wird auch verkauft. Mittelstück. Der kann weg. Der Ikeme. Und oh mein auch. Einkäufe. Das haben wir doch aber schon einmal. Ich meine, wir haben das schon. Sollten einen Innenverteidiger, der Bälle, Kraft und Deck. Ne, Kraft braucht er nicht so, aber Stellungsspiel. Regulär zu Wunschlisten hinzufügen. So. Dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ne, das letzte Spiel haben wir ja noch gewonnen, 1-0. Wie sieht es jetzt in der Tabelle aus? Da sind wir punktgleich mit München. Aber immerhin. Also ich gehe mal davon. Eigentlich dürfte uns hier nichts passieren. Also unter den ersten drei sollten wir eigentlich kommen. Ich denke mal, das ist auch ein gutes Ziel für uns. Man kann ja jetzt nicht direkt hier. Sagen, wir sollen jetzt direkt hier Meister werden. Aber die Tribüne sieht schon recht gut aus. Sicherheitstyp, wie alt ist der? Ach, ist hier noch ein junger Security. Ich bin gespannt, wenn das hier alles ausgebaut, noch weiter ausgebaut wird, wie das hier aussieht. Ob da auch vielleicht ein größeres Feld, okay, das bezweifle ich. Aber man weiß ja nie. So, mal gucken, sollen die immer noch das Richtige trainieren, alle? Dann müssen wir aber erstmal hier umschalten. Oh. So. So. Der uns eigentlich hier rüber, er auch. Ja. Der Rest könnte bleiben. Der kann auch bleiben. Ist er wieder fit? Ah! Unser Spieler ist wieder fit. Das sieht doch schon mal gut aus. Okay, aber der muss decken. Hier nochmal. So, wir machen aber jetzt Schluss fürs Training mit dem Training. Fürs Training mit dem Training. Wo ist? Aha, der stimmt. Der ist wahrscheinlich auch aus der, ja, Klinik. Okay. Aber okay. So, ich beschleunige das jetzt mal, weil wir müssen ja jetzt hier nicht unbedingt zuschauen, wie die hier am Saufen sind, Party machen und alles. Außer wenn ihr es natürlich wollt, das könnt ihr aber dann in die Kommentare reinschreiben. Aber ich hoffe, wir werden jetzt im nächsten Spiel wieder 3 Punkte einfahren, denn das wäre schon gut für uns und auch ist wichtig. So, wir sind beim nächsten Spiel. Ja, Spielerkommandos. Es geht gegen Hamburg. Hamburg Snakes. Die haben 3,5 Sterne. Ja. Mal schauen, wie das Spiel aussieht. 1-1. Ah, wir waren 1-0 in Rückstand sogar.
sind natürlich 2 Punkte, die wir wieder mal verloren haben. Nach oben. Müssen wir uns mal gleich anschauen, wie Bayern gespielt hat. München. So. Spielerkabine. Eigentlich gehen die Spieler auch wieder in die Klinik. Hier, der hat gar keinen Bock. Dann werden wir auch, der geht mal hier. Ich weiß gar nicht, ob der ein Problem hat oder so. Lass bei dem mal laufen. So. Das Wichtigste zu trainieren. Einmal schießen. Unser Keeper sollte mal ins Tor gehen. Einmal decken. Der kann auch nur noch aufschießen. So wie der. Ich freue mich gerade vor unser Ach, hier ist der. Ach, jetzt auf einmal müssen alle schießen. Ah ne. Das ist falsch. Ja. Jetzt wollen die alle schießen. Ah, die können das auch alle. Ja, der hat jetzt 64. Ja, jetzt ist er stärker geworden. Auch 65. Hm. Wenn du keinen Bock hast, dann kannst du trotzdem mal das mit dem hier üben. Damit wenigstens der Spieler hier stärker wird. Ja. So. Wir gucken uns jetzt mal hier um bei den Wettkämpfen. Die Tabelle. Ah, die haben auch unentschieden gespielt, alle. Auch Dortmund hat unentschieden gespielt. Das heißt, wir haben nichts gut gemacht, nichts verloren. Allerdings hat Mainz auf uns allen und Leverkusen hat auch gut gemacht, so wie Freiburg. Aber okay. Nassiban hat 8 Tore. So, unsere Spieler, die trainieren ja hier jetzt fleißig. Jeder trainiert auch noch, was er benötigt. Also unser zweiter Torhüter ist weit besser als unser erster Torhüter.
So, ich mach mal wieder etwas schneller, damit wir hier auch gleich, damit ich gleich nochmal umändern kann. Heute, ja, heute werden wir mal ein bisschen länger trainieren. Weil die letzten Tage hatten die ja schon immer pünktlich Feierabend. Das öffentliche Training ist vorbei. Wer hat denen erlaubt, nach Hause zu gehen? Die sollen ruhig noch ein bisschen trainieren. Hier haut wieder einer. Ja. So, okay, machen wir Feierabend. Wenn schon ein Spieler hier am Abhauen ist, beziehungsweise abhaut, können wir dem ja auch Feierabend geben. Wir wollen ja nicht, dass die Spieler hier ohne Energie nachher ins Spiel gehen. Ja, das geht aber auch ein bisschen schneller. Und wir sind im Dezember. Dezember 2013. Da, 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 da. Und jetzt machen sie wieder alle Partys. Ach ja. Und Matchday. Christos Nikolai Dietz. Nikolai Dietz. Oder Dietz. Dominant, Geizhals, konzentriert. Aha. Und dann ist er bestimmt am Zocken. Und wir sind in der Rückrunde und spielen gegen Frankfurter Gladiators. Im Hinspiel haben wir 1-1, so viel ich mich noch dran erinnern kann, gespielt. Oder 0-0, ich weiß. Auf jeden Fall unentschieden gespielt. Aber die haben auch einen richtig starken Sturm. Aber mal schauen, wie das Spiel hier endet. 1-0 Sieg. Das war jetzt wichtig, dass wir hier gut starten. Pierre Schmidt, aufgeschlossen, Verschwender, Enthalter. Aber das war richtig gut, dass wir jetzt hier wieder 3 Punkte geholt haben. Einer ist die Bahn still. Betrüger, Enthalter. Gut, dass wir einen Betrüger in der Mannschaft haben. So. Okay, Leute, das war's für diese Folge. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.